Hallo? Hallo, guten Tag, sprechen mit Herrn Gerold Steiner. Kann sein, ja. Okay, immer Brenda am Apparat. Die Gäste sind heute alles gut? Prima. Okay, schön. So, ich melde mich von Investing Academy Globales Börse. So, ich habe ein paar Informationen zu teilen mit Ihnen über Online-Trading. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Kasper-Runde heute. Jede Menge Märchen und jede Menge Unsinn. Das gibt's heute wieder in dem neuen Gespräch, was wir hier haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen, wahnsinnigen Telefonat. Erklären Sie, wie es funktioniert. So, wissen Sie, was Online-Handel ist? Haben Sie gehört über Online-Trading? Die Amanda? Ja. Ja, wissen Sie, was Online-Handel ist? Ja, hier so mit Amazon und so. Okay, so haben Sie eine Erfahrung mit Amazon? Ja. Okay, so was für eine Erfahrung haben Sie gehabt? Eine gute Erfahrung, eine schlechte Erfahrung? Ja. Kam immer alles pünktlich zu Hause an. Wie bitte? Es kam immer alles pünktlich zu Hause an. Eine gute Erfahrung. Wie bitte? Ja. Okay, so momentan sind Sie aktiv? Wie meinen Sie das? Momentan sind Sie aktiv? Wie meinen Sie das? Okay. So, ich habe ein paar Informationen zu teilen mit Ihnen über unser Unternehmen, ja? Aha. So, haben Sie Zeit? Okay. Ja. Warten Sie ganz kurz in die Leitung, bitte. Ich habe hier den besten Experten für Sie. Okay? Hallo? Ja. Ja, hallo, guten Tag. Patrick Larsson bin ich am Telefon. Grüß Gott. Also, ich bin der Finanzberater von der Firma Velocity Trade FX und wo wir beschäftigen, also mit verschiedenen Aktien in Deutschland, also mit Aktien, mit Währungen und Kryptowährungen und Forex. Also, wenn ich fragen darf, Sie sind momentan aktiv, Sie handeln mit dem, also mit dem Rohstoffen, oder? Was? Also, momentan zurzeit sind Sie also aktiv an der globalen Börse? Nee. Haben Sie mit dem Amazon gehandelt? Nee. Also haben Sie mich verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Ein bisschen. Also, momentan haben Sie Geld investiert bei dem Amazon? Nee. Oder? Nein. Noch nicht. Also Sie haben keine Erfahrung gehabt an der globalen Börse. Genau. Okay, also der Grund, was ich Ihnen heute telefoniert, ich würde Ihnen also ein paar wichtige Informationen mitteilen, wie es das geht, wie es das funktioniert, wie kann man beschäftigen und was für ein Unternehmen wir sind. Also, momentan sind Sie zu Hause, haben Sie jetzt genug Zeit? Ja. Okay, was nutzen Sie also, Laptop oder Rechner? Was? Oder Computer, haben Sie Computer oder Laptop dort? Wo? Okay. Könnten Sie sich also, ich werde also in, wir werden uns also eine Verbindung zusammen zu haben und in die gleiche Zeit werde ich meine Unternehmen verstellen und danach werde ich Ihnen eine technische Analyse machen kann. Tja, also hier haben wir wieder ein unfassbar seriöses Unternehmen am Apparat. Ein Unternehmen, wo man, tja, wenn man eine Gegenfrage stellt, ja, eine ganz plumpe, dumme, ja, Rückantwort bekommt, nämlich gar keine. Dabei sieht man einfach wieder, dass es gar nicht darum geht. Die stellt eine Frage oder der stellt eine Frage. Man wurde ja hier mittlerweile einfach weitergereicht. Ja, und wenn man dann nicht so wie gedacht vielleicht darauf antwortet, dann wird einfach, ja, im System oder im Skript weitergemacht. Und gar nicht weiter darauf eingegangen, was ich eigentlich jetzt gesagt habe. Daran sieht man schon, dass es hier definitiv nicht um euer Wohl gehen soll, sondern, tja, nur darum, das Skript irgendwie möglichst schnell abzuarbeiten.
Ja, und dann merkt man ja auch wieder, nachdem man hier einfach weitergereicht wurde, dass der Nächste, der spielt jetzt hier schon wieder auf die Verbindung von seinem Computer auf meinem Computer ab. Tja, er meint damit wieder, wie immer, Anydesk, TeamViewer oder den VNC. Damit kann man den Computer fernsteuern und davon sollte man schleunigst oder tunlichst die Finger fernlassen. Denn fremde Leute haben auf eurem Computer definitiv nichts zu suchen. Und naja, ganz klar ist auch, dass ein seriöses Unternehmen damit gar nicht erst um die Ecke kommen würde und möchte sich auf jeden Fall auch nicht mit euch verbinden. Keine seriöse Firma. Es gibt bestimmte Situationen, wo man so ein Programm mal braucht. Das hat aber eher dann damit zu tun, wenn ihr bei einer Computerfirma selbst anruft und Hilfe auf eurem Rechner haben wollt. Wobei ich dann trotzdem keine fremden Leute auf meinen Rechner lassen würde. Das sollte man höchstens von der Familie machen lassen. Ansonsten dienen diese Programme eigentlich nur dazu, damit ihr selbst euren Rechner fernsteuern könnt. Was weiß ich, die Playlist auf eurem PC vom Garten aus mit dem Handy ändern oder keine Ahnung, dafür gibt's ja Anwendungsfälle. Aber fremde Leute haben auf euren Computersystemen nichts zu suchen. Okay, gehen Sie, was nutzen Sie, Mozilla Firefox oder Google Chrome? Den Tor-Browser. Wie bitte? Den Tor-Browser. Okay, also Google Chrome haben Sie jetzt nicht? Nee. Okay, also, einen Moment, schreiben Sie ganz oben. Ganz oben? Ja. Ich bitte Sie ganz oben zu schreiben. A wie Anton. Ein Anton, ja. N wie Nordpol. Nordpol, ja. Y. Y. Deutschland. Deutschland. Haben Sie Deutschland geschrieben? Ja. Und Emily. Emily, ja. Emily Siegfried Kaufmann. Moment. S wie Siegfried und nochmal Kaufmann. Kaufmann. .com. Ja. .com, und ja. Und drücken Sie beim Suchen und sagen Sie mir, was Sie schauen. Die Seite wurde nicht gefunden. Also haben Sie anydesk.com geschrieben? Nee, Sie haben doch gesagt, hier Anton, Nordpol, Y. Und Y, genau. Deutschland. Emily. Emily. Nochmal Emily. Und Siegfried Kaufmann.com. Wenn wir. Nein, nicht zweimal Emily. Also nur einmal Emily und danach kommt Siegfried und danach kommt Kaufmann. Achso, dann muss ich einmal Emily löschen. Moment. Ja. Ein Moment. Die Seite wurde nicht gefunden. Also. Haben Sie nochmal, ich buchstabiere nochmal. Anton. Moment. Nordpol. Anton, Y. Moment, Anton. So, Nordpol, ja. Hammer, ja. Y habe ich auch, ja. Deutschland. Deutschland, ja, habe ich. E wie Emily. Ah, Moment, da ist der Fehler. E wie Emily, ja, genau, ja habe ich. Ja, vielleicht. Und S wie Simon oder wie Siegfried? Moment, Emily und dann S. Kommt ein S wie Simon. Simon oder. Und ein K wie Kaufmann. Moment, nicht so schnell. So schnell bin ich nicht im Schreiben. S. Okay. Okay. S wie. Simon. Oder Siegfried. Mhm. Genau, habe ich ja. Und dann kommt Siegfried Kaufmann. Kaufmann, genau. Und danach ein .com. Ja, habe ich so geschrieben, ja. Okay, eine lange Adresse. Schreiben Sie mal suchen und was kommt? Die Seite wurde nicht gefunden. Aber. Okay, was haben Sie mit dem Rechner? Haben Sie eine, in dem TeamViewer haben Sie? Was? Der TeamViewer ist eine Applikation, wo könnten wir miteinander verbinden. Kenn ich nicht. Okay, also, aber wie ist das nicht möglich? Also, wo haben Sie also Anydesk? Das kommt Anydesk oder kommt gar nichts?
Dann habe ich Ihnen ja vorgelesen, was dann kommt. Oder vielleicht Sie haben das nicht also richtig geschrieben. Also ich habe geschrieben www. Und dann Anton Nordpol Y Deutschland E wie Emily, S wie Sigmund, Simon oder Siegfried, siegfriedkaufmann.com. Genau. Habe ich so geschrieben, ja. Also, haben Sie zweimal S geschrieben oder nur einmal? Ich habe zweimal Siegfried. Nein, nur einmal. Achso, dann mache ich einmal weg. Moment. Ja. Die Seite wurde nicht gefunden. Ist auch ziemlich lang, die Domain. Nein. Ich glaube das nicht. Die haben falsch geschrieben. Also, AnyDesk. Ich habe doch vorgelesen, wie Sie gesagt haben. Okay, nochmal, also wir versuchen nochmal. Also, Moment, A, ich mach nochmal alles ein weg. A. So, also A, ja. A, N. A, N. Y. Ja, Y. D, ein D. D. Nochmal, einmal ein D. Ein D, ja. Okay. Und nach dem D kommt ein E. Ja. Und ein S. Ja. Und ein K. Ja. Und danach .com. Die Seite wurde nicht gefunden. Oh mein Gott. Okay, also... Ich weiß es nicht, was, warum das... Okay, schreiben Sie in der Mitte. Also mal davon abgesehen, dass der vollkommen wirr buchstabiert und sich nicht schlüssig ist, ob er, die Buchstaben als Ganzes vorliest oder, einzeln. Und dass da vielleicht der Kunde, wenn er nicht so technisch affin ist, nicht so ganz mitkommt und Fehler einbauen könnte. Naja, das kann natürlich auch sein. Des Weiteren, wiederholt er einfach gerne Buchstaben, obwohl er sie schon genannt hat. Und dadurch, wird es auch nicht besser. Wenn man jetzt mal sich in die Lage versetzt von Leuten, die gar nicht wissen, was man da eigentlich aufrufen soll, dann weiß man auch nicht, was man da aufrufen soll und gibt halt eben auch das ein, was der Mitarbeiter einem da am Telefon irgendwie, erzählt. Dass das nichts werden kann bei dieser Buchstabierweise, ich denke mal, das ist wohl klar. Aber der Betrüger nimmt sich jede Menge Zeit und verplempert seine Zeit im Grunde genommen die ganze Zeit selbst. Merkt zwar schon, dass irgendwas an der Sache nicht so ganz stimmen kann, man hört es ja an seinem Gestöhne und Gepuste, aber vermutlich hat er immer noch irgendwie irgendwelche Aussichten auf Geld, ich weiß es nicht, aber er versucht es hier munter weiter. Nicht ganz oben, aber in der Mitte. Da ist ja nichts in der Mitte, da steht, die Seite wurde nicht gefunden. Okay, also vielleicht haben Sie mit... also mit dieser Applikation, also nutzen Sie Antivirus in Ihrem Rechner? Nee, da ist kein Virus drauf. Ja, vielleicht es ist wegen Ihr Antivirus. Deaktivieren Sie Ihr Antivirus, bitte? Habe ich ein Virus auf dem Rechner? Ja, genau, ich weiß. Deswegen kommt wegen das, also. Lass das nicht. Weil so arbeiten wir mit unserem Kunden. Deswegen mache ich da also, ich habe also 40 also Verbindungen ein paar Tage. Und dann weiß ich schon, also wie es das geht und wie das funktioniert. Tja, also mal wieder abgesehen davon, dass die Telefonqualität, alles andere als glücklich machend ist. Den Virenschutz, den solltet ihr natürlich auch auf keinen Fall auf eurem Computer ausschalten. Schon erst recht nicht, bevor ihr AnyDesk oder so einen Bums installiert. Denn dann haben die Betrüger noch freieres Spiel auf eurem Rechner und ihr bekommt überhaupt nicht mehr mit, wenn die irgendwas bei euch installieren, was da nicht hingehört. Von daher, solche Ratschläge sollte man definitiv auf keinen Fall befolgen. Der Virenschutz, wenn der eingeschaltet ist auf eurem Rechner, der hat schon seine Daseinsberechtigung und sollte definitiv auch eingeschaltet bleiben. So, oder haben Sie auch Opera? Ich habe ein Opa, ja.
Okay, schreiben Sie ganz oben. Wo denn? Der ist gerade nicht da. Bei dem Opera. Mein Opa ist nicht hier. Also momentan, um Mozilla Firefox. Was ist das? Also Mozilla Firefox ist so wie gleich so wie Google.com. Wie Google. Also gehen Sie beim der Mozilla? Bei was? Beim der Mozilla Firefox. Was ist denn das? Oder bei dem Google. Schreiben Sie bei dem Google, bitte. Also, soll ich im Tor-Browser den Google öffnen? Ja. Ja, habe ich. Okay. Schreiben Sie A wie Anton. Moment. A wie Anton, ja. Ja, N wie Nordpol. N... Nordpol, ja. Ja. N wie Nordpol, Y. Moment, N wie Nordpol, Y, ja. Deutschland? Ja. Und dann? Also, und wo sind Sie, also beim E oder beim D? Na, Deutschland. Okay, E wie Emily? Hab ich ja, E wie Emily. Okay, sind Sie beim dem E, haben Sie E geschrieben? E wie Emily, ja. Okay, und ein S wie Siegfried? S, ja. Und ein K wie Kaufmann. Kaufmann. Ja, habe ich. Drücken Sie bitte. Okay, suchen Sie jetzt und sagen Sie mir, was Sie schauen. Welche Google-Suchergebnisse? Die erste Webseite heißt virecloud.de, die zweite playstyle.de, die dritte welt.de, die vierte de.wikipedia.org. Dann kommt leicht-deutsch-lernen.com. Dann kommt The Remote Software, Anydesk. Haben Sie anydesk.com? Schreiben Sie eine .com. Also soll ich oben alles wieder rauslöschen? Nein, löschen Sie nicht alles. Also wo Sie jetzt sind, also in dem Anydesk, schreiben Sie .com. Also das soll ich noch dahinter schreiben dann. Also ein Punkt. Ja. Und komm. Ja, habe ich gemacht. D wie Cäsar, O wie Otto. Okay, drücken Sie jetzt. Ja, es kommen die gleichen Suchergebnisse. Okay. Moment. Okay. Ja. Oder TeamViewer. Oder könnten Sie sich also dem anderen, also T, ich werde Ihnen also eine andere geben, eine Applikation, eine andere Applikation. Also T, schreiben Sie T. Sind Sie da? Hallo? Hallo? Sind Sie da? Hallo? Sind Sie da? Hallo? Hallo? Ja, und dann hat er einfach aufgelegt. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt Kommunikation angelangt. Tja, wer nicht zuhören kann und gar nicht weiß, was der Kunde da am anderen Ende so von sich gibt, der kann auch nicht unbedingt die Antwort bekommen, die er sich erhofft hat. Ich habe dem netten Mitarbeiter gesagt, kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Also, kleinen Moment habe ich gesagt, aber das bedeutet ja, dass ich gleich wieder da bin, wenn ich sage, kleinen Moment. Naja, und dann hat er einfach das Gespräch beendet und aufgelegt.
Und Sinn hat es sowieso nicht ergeben, da das gesamte Gespräch sich eigentlich ausschließlich darum gedreht hat, dass er mir seine Domain von Anydesk durchgeben möchte. Ja, dass er das wohl nicht geschafft hat, ich glaube, naja, jedem von uns ist das wohl klar, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Den Betrügern wohl weniger. Tja, mit dem Nachdenken müssen dies auf jeden Fall nochmal ein kleines bisschen üben. Aber umso besser. Umso weniger Menschen können sie uns, oder von uns, letztendlich dadurch bescheißen, wenn die genau so am Telefon arbeiten. Ich hoffe, dass da nur solche Leute sitzen in den Callcentern. Zumindest ist es ja bei uns so, dass wir das in letzter Zeit wohl fast nur noch so hören. Ja, Intelligenz scheint wohl bei den Betrügern ausgestorben zu sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so von der Blitzbirne hier haltet. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, ein Abo ist natürlich auch nie verkehrt. Freue ich mich auch immer wieder drüber. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.